Um da ein bisschen durchzublicken. Sauerkraut, bin ich mal gespannt, wie der mit dem HRR spielt. Ich glaube, der ist schon echt ziemlich stark, so wie ich ihn jetzt spielen habe sehen bei euch. Oh ja, ja, er hat echt gut gespielt letzte Runde. Er hat ein gutes Map-Verständnis von H2 dabei gehabt, ne? Das merkt man dann schon. Brauchst du eigentlich Prälaten in H1 als HRR? Ja. So, let's go hier, ne? Ja, also direkt ab dem, der Clemens hat es mal ausgerechnet, ich glaube ab dem 7. Dorfbewohner, also die rentieren sich echt früh. Okay, krass. Er hat da mal eine ganze Excel-Tabelle zugemacht. Dann mache ich das jetzt auch mal und probiere das einfach mal aus. Ich habe immer meine Build-Order anders gehabt, aber... probieren wir es einfach mal. So. So. Das Haus wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, der Spielstart ist mir fast ein bisschen zu langsam eigentlich hier. Du meinst ganz allgemein oder mit deiner Nation? Nö, so prinzipiell finde ich den sehr gediegen, den Spielstart. Okay. Also auch gerade im Vergleich zu H2 hat man, finde ich, mehr Zeit zu chillen irgendwie. Aber vielleicht kommt das noch, wenn ich die... angenehm, muss ich zugeben. Vielleicht kommt erst das noch, wenn man die Build-Order kann. Ja, ich meine, man kann ja relativ schnell dann agen. Das finde ich jetzt der Vorteil zu H2. Das habe ich immer nicht bei H2 gemocht. Dass man dort einfach so Ewigkeiten in H1 unterwegs war. Und hier ist man ja deutlich schneller im nächsten Zeitalter. Das finde ich ganz schön. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall ein bisschen verkackt. Hier sind einige Rehe überall. Also ich habe hier unten eine Herde. Oh ja, danke. Stimmt, die muss ich ja jetzt killen. Ja, dass ich dann da frühzeitig auch drauf gehen kann. Ich war noch am Schäfchen suchen. Lohnt sich das dann auch mit dem am Anfang hin und her zu laufen tatsächlich? Puh, also ich lasse ihn einfach immer bei einer Gruppe stehen, um ehrlich zu sein. Okay. Das ist mir zu viel. Micro sonst, ja. Ja, verstehe ich auch. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich brauche jetzt noch schnell mein Gold. Muss ich dann echt. Aber der geht echt, das geht echt dann schnell hoch, ja? Das ist nicht schlecht. Ich müsste ganz gut hinkommen damit vielleicht. Aachener Kapelle. Cool, Blacker. Vielen Dank für den Follow. Oh, ich habe einfach eine super Stelle für die Aachener Kapelle gefunden. Oh. Gehst du jetzt schon hoch? Ja, klar. Oh. Ich bin ein bisschen lahm anscheinend mit meiner Build-Order hier. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt eine gute Build-Order soll, aber... ich versuche mal schnell zu agen. Ich bin da einfach H3-Spieler. Ich bin da H3-Spieler durch und durch. Schnelles Agen. Kostet es, was es wolle. Ich meine, H3 ist keine schlechte Idee. Machen. Ah, Flippo, willkommen im Stream. Danke für den Follow. Also ich denke, es ist schon wichtiger als in H2, aber ich weiß nicht, ob es so wichtig ist wie in H3. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich kann sogar hier mittig stehen bleiben. Wie ist denn dem seine Reichweite? Das wird immer nicht angezeigt. So. Den Start ist das echt nicht so schlecht hier. Wo ist mein... Kundschafter? Schnell mal ein Haus bauen. Ich brauch's dringend mehr Nahrung. Gold habe ich schon in sehr hohem Maße. Mein Eco-Balance ist gerade noch so ein bisschen off, aber schauen wir mal, was sich da ergibt.
Ich meine, prinzipiell müssen wir ja nicht angreifen, ne? Also, wir können uns ja vor allem am Start auf Verteidigung fokussieren. Ja, sehe ich genau. Und einfach mal schauen, wie das für uns funktioniert. Yes. Während ich hier versuche, auf meine, auf mein Tier 3 zu kommen. Habe ich meinen Speer irgendwie verloren? Ich kann ihn nicht mehr. Ah, der unten, der läuft noch herum, okay. Okay, okay. Aber wir müssten halt schon früh, glaube ich, links auf diese Fische gehen. Deswegen gehe ich jetzt irgendwann dann bald mal auf Stein. Wo ist Stein? Der ist leider super weit entfernt. Alles klar, Mortis. Ich versuche am Leben zu bleiben. So. Dann muss ich mich demnächst aber auch mal aufmachen Richtung Stein, um mir ein weiteres Dorfzentrum leisten zu können. Ah, hier unten ist die Herde. Die kannst du gerne mal töten, John. Genau, dass ich da jetzt mit einer Mühle hin kann. Ah ja, da bin ich ja gerade, ne? Genau. Ja, genau, super. Da vorne ist auch noch eine. Bisher denkt, glaube ich, niemand so wirklich dran, die Rehe zu holen. Was ja nur gut ist für uns. Ja. Richtig. Upgrades holen. Kann ich ein bisschen runter von Food. Was bringt das Töten der Tiere bei den Russ? Als Russ habe ich einen Eco-Bonus. Und zwar sind das hier diese Bounties. Wie heißt das auf Deutsch, Gaius? Kopfgeld. Kopfgeldbonus. Oder wie heißt das irgendwie? Genau. Also quasi, wenn ich Wildtiere oder auch Schafe töte, bekomme ich quasi hier diesen Bonus. Und jeder Bonus, also du siehst hier unten, ich bekomme quasi für Sheep, Deer, Wolf und Boar verschieden viele Punkte. Und damit kann ich mir eben diese Tierstufen freischalten. Ups. Dann sollte ich schnell wegrennen. Genau, und wenn ich die quasi freischalte, bekomme ich, wie du siehst, hier mehr Gold aus meinen... Hunting Cabins. Das sind die Dinger hier. Also die generieren quasi Gold, wenn sie bei beim Wald stehen. Genau. Und hier hinten, glaube ich, kann ich mal einen Hafen hinbauen. Passt der da hin? Stimmt, ich könnte auch einfach den Hafen arbeiten lassen. Wobei, ich glaube, Mühlen... Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon eine Kaserne bauen? Sicher ist sicher, ne? Ich wollte eigentlich ein Dorfzentrum schnell bauen. Ich muss das Kant spielen. So. Um hier in die Mitte mal einen Hafen zu bauen. Das Problem mit dem Hafen ist halt, der haut immer Fisch weg. Das ist richtig nervig. Ja, das finde ich auch super unschön gemacht, muss ich sagen. Also, das ist ja nicht so gut gelöst, leider. So, ich baue jetzt ein Dorfzentrum an den Fischen hier direkt dran. Nicht ganz gut eigentlich. Pink ist auf jeden Fall auch schon auf Wasser. Okay. Das ist aber auch ein riesen See hier bei uns direkt. Ja, der ist echt riesig. Den sollten wir auf jeden Fall nehmen dann auch. Hier hinten bin ich dann so ein bisschen am... auch nicht schlecht. Ich brauche jetzt mal ein paar Speerkämpfer, weil ich habe Angst, dass die doch mal mit Kraft kommen. Da ist dann noch die. Die kann ich mir noch snacken. Und da hinten auch. Sehr schön. Oh. Da stehen schon ein bisschen was an. Da muss ich vorsichtig sein hier. Grüße nach Mannheim aus Bruchsal. Weiterhin viel Erfolg mit den Russ. Vielen Dank. Ich hoffe, das habe ich. Oh, ich brauche Häuser. Holy Trump, lohnt sich das Spiel? Also ich finde es schon. Mir macht super viel Spaß, muss ich sagen.
Ist echt cool gemacht, ja. Guck mal, da krieg ich einen Wolf hier. So. Weißt du, was wir machen können? Wir können uns quasi die komplette rechte Ecke der Map eigentlich wallen. Weil, wenn du mal guckst... Stimmt. Die ist sehr in unserem... Ich mach das mal direkt. Ich laufe mal da direkt mit jemandem hin, der ein bisschen wallt. Oh, das wäre top, ja. Beziehungsweise du bist Russ, ne? Ich sollte wahrscheinlich auch wallen. Ja, wall du mal von links unten. Und dann können wir einfach mal so gucken, dass da quasi niemand jetzt... theoretisch ab hier erst, ne? Weil der ganze See ist doch dicht. Genau, ich, ne? Ja. Und dann musst du am See einfach ein paar, ein paar Aussichtstürme quasi hinstellen, damit die uns da nicht blöd überraschen. Ah, ja, stimmt. Ich baue erstmal noch schnell ein drittes Dorfzentrum und danach mache ich das dann. Die anderen sind auch schon fleißig am Wallen. Aber ich glaube, das wäre eine ganz gute. Ja, ich baue dann da mal Steinmauern. Ah, wollen wir diese heilige. Wer ist denn hier? Sauerkraut hat auch schon was gebaut. Okay. Larifari ist auch schon gut auf Wasser. Vielleicht können wir diese eine heilige Stadt so ein bisschen für uns mit ranziehen. Da sind doch noch die. So, drittes TC, let's go. Nehmen wir das mal wohin? Nehmen wir das mal hier hin. Ich mach vorher voll, das abzugehen. Oh nein, das war mein Scout. Okay, also Java ist auf jeden Fall schon gut auf Archer. Okay. Die Frage ist, ja, ich baue einfach Waffenknecht und Schwerkämpfer, ne? Das macht, glaube ich, schon Sinn. Ich möchte doch mal noch ein Animal finden. Und noch irgendein Tier. Irgendwo muss hier doch noch ein Wolf rumfallen oder so. Das gibt's doch nicht. Ist schon alles sonst getötet? Ja, ich hab schon... wirklich viel mitgenommen. Nein, lasst meinen Scout am Leben. Der muss doch einen Wolf töten. Lasst ihn ein. Scheiße. Ah, okay, dann probieren wir jetzt die nächste Taktik. Dann soll er jetzt versuchen, nach Hause zu kommen. Und dann habe ich durch das Schaf quasi dann den letzten Wolf. Das ist auf jeden Fall auch eine mögliche Variante. Auf jeden Fall eine Errungenschaft gerade freigeschaltet. Das gibt's doch aber auch nicht, dass hier nirgendwo ein Wolf ist. Ah, ich könnte agen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, die anderen haben schon richtig krasse Booms hier am Laufen. Gehen wir auch mal auf Holz. Oh ja, die greifen mit Schiffen an, mit Galeeren. Oh nein. Shit, Mist. Da habe ich jetzt natürlich nichts an der Küste dagegen. Das ist halt ungünstig, wir sind jetzt halt gar nicht da in der Hinsicht auf Wasser gegangen. Ja, aber das sollte jetzt auch nicht. Och, jetzt lass doch hier meine Boys in Ruhe, die Asis. Gemein die sind. Oh, ich kann die auch doch. Bleiben die da oben an oder was? Ach, so ein blöder Wolf. Wo ist der Wolf? Der ja, ich hab ihn. Ja, das ist das letzte Tier, was ich brauche. Uhu. Ich muss weglaufen, sonst killt er mich. Ich schieß schon. Hi. Hi Mortis, welcome back und One Hand Gamer 94, sympathisches Geburtsjahr. Hi. So, das haben wir doch geschafft hier. Dann muss ich auch mal gucken, wie ich meinen Bobbes ins nächste Zeitalter bekomme. Ich hätte gern hier dieses deer-spawnende Ding. So, also.
Was das wollte ich? Wolf hat nicht gezählt, weil nicht Last Hit. Nein. Was? Jetzt aber, komm, das scharf. Yes, let's go. Großwildjäger, Errungenschaft freigeschaltet. Yes. Es ist immer noch so stressig, das Spiel. Ich finde H4 weniger stressig als H2, aber abgesehen davon, dass Pink uns jetzt hier voll asozial angreift. Lass mal dann Burgen bauen im nächsten Zeitalter. Ah nee, die können auch gut. Ah, die können auch gut angegriffen werden, ne? Von Schiffen. Verdammt. Aber hier sind Feinde. Hier ist Brot. Sammelt. Ah, okay. Interessant. Meint ihr auch schon die ganze Zeit, by the way. Oh, okay, ja. Herr Rotzinger, danke für das Hallo. Ich bin ein bisschen gerade überfordert. Das wollen wir natürlich nicht. Ich baue da mal ein bisschen was. Russ haben gute Ritter, haben wir gesagt. Dann let's go. Mal die ersten Sachen hier im Spiel bauen. Ist nicht verkehrt, ne? So, ich muss doch jetzt hier Reliquien schnell holen, Leute. Wo ist denn hier? Hier. Ach, das ist auch da oben. Was soll denn das, der Ru? Der ist ja richtig frech hier unterwegs, ey. Haben wir hier noch mehr Reliquien? Ja, hier. Ah, schon wieder tötet hier wieder meine ganzen Dorfbewohner. Mit diesen blöden Schiffen. Das ist halt echt ungünstig. Nervig. Hey, Pilo, grüß dich. Ja, wir spielen mit ganz vielen tollen Streamerinnen und Streamern, Pido, gerade. Genau, ja, mit Handel sollten wir dann auch nicht zu lange warten, auf jeden Fall, das ist richtig. Ja, das ist noch ein guter Punkt. Wir schon mal irgendwie, Marktplätze bauen, ganz unten irgendwie, aber das ist halt kein perfekter Standort dafür. Befehlchen kommen, ja. Geil, das sind einfach die geilsten Sprachbefehle. Ja. Oh, jetzt kommt der hier mit. Also, was soll das denn hier? Der Ru, geh mal weg, du. Der denkt auch hier, die Map wäre für ihn. Wow. Ja, oh ja, der kommt ja schon ordentlich, ne? Schau, dass du vielleicht da ein bisschen zuwollen kannst. Ja, ich wollte noch mal hinterher dann, ja. Das wäre stark. Hier haben wir eine Hand im Kerl. Jetzt geht er rein hier mit seinen Rittern. Oh, jetzt muss man nicht rotieren, da kriegst du einmal. Oh, ich brauch Häuser, Leute. Und was brauche ich hier noch? Dringend Holz. Ich hol mal die eine heilige Stätte, dass ich da noch mehr Gold bekomme. Und ich habe schon mal zwei Reliquien in der Reliquienskathedrale. Wo ist noch eine Reliquie? Siehst du noch? Oh ja, bei dir ist noch eine, ne? Oh Gott, sehr schön. Sehr schön. Gut so, ja eben. Das gibt mir sehr viel Gold für die Zukunft. Ich brauche viel mehr Nahrung. Ich bräuchte viel mehr Nahrung. Nahrung wäre echt hilfreich. Chris, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Ich hoffe, bei dir lief's gut. Ich verteile hier jetzt noch ein paar von den Boys and Girls. Noch ein paar Hunting Cabins. Ich brauche vor allem noch Upgrades. So. Also Gold habe ich gerade genug, aber der Rest ist noch ein bisschen kritisch. Deru möchte auch noch ein bisschen Beef mit uns anfangen hier. Ich habe ein bisschen Armee schon gebaut, das ist meine kleine Armee, ja, ist leider nicht sehr groß. Muss mich dann auch mal aufmachen ins nächste Zeitalter. Ich brauche nicht albern werden, ich habe gute Games.
Was? Ist das hier schon abgewollt? Nee, der hat mich vorhin gekillt, als ich es versucht habe, aber ich bin gerade noch mal auf dem Weg. Kann ein Turm... Ah, perfekt. Ich kann aber da drauf schießen. So, jetzt sollte aber gut gewallt sein. Oh, ich hab lauter untätige Einheiten. Und ich stelle dann auch bei mir hier an die Ecken nochmal zwei... Zwei Castles. Ja, okay. Dass da einfach niemand allzu schnell reinrennt. Hey, hier war doch wurde der von dem Tier oder so getötet? Das ist ja richtig strange. Ja, und dann sollten wir uns mal hier auf den Weg machen und einen Market platzieren. Ich habe schon längst einen Markt, Marktplatz hier. Vorbildlich. Wo ist dein Marktplatz? Ja, der kommt. Der will da durchbrechen. Wo ist mein Weg? Ja, der will da wirklich durchbrechen. Was soll das denn hier? Geh da schon mal in die Richtung ein bisschen hin, ja. Oh, jetzt hatte ich eine. Ich muss ins nächste Zeitalter dann mal. Aber ich habe ja eigentlich direkt hinten dran eine Burg stehen. Hey, wo ist dein Marktplatz? Oben in der Ecke bei mir. Ja. Die kommen jetzt gerade hier hin. Und hier hin, die da. Beiden Markets. Ja. Irgendwie. Oh, wir brauchen mehr Armee, ne? Ja. Ich bin auch dabei, aber. Oh, das ist sonst unlustig dort. Wir wollen noch nicht ganz. Da war ich noch ein bisschen unvorbereitet, to be honest. Aber ich glaube, ich brauche noch mal ein paar Ställe dazu. Die bauen hier, die schießen schon wieder auf mein Dienstagzentrum. Nicht so toll. Wildnisausbeute, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, I'll take it. Aber mehr Nahrung. Ich glaube, wichtig oder geil wäre einfach, wenn wir richtig lange jetzt schön einfach Ressourcen sammeln könnten. Ach, der Ruhe, was soll denn das jetzt hier? Jetzt kommt Java auch dazu. Das, okay, die wollen richtig Druck. Die wollen wirklich Druck, können die nicht woanders angreifen. Das ist jetzt hier schon mal bestes. Das ist eine Engstelle. Ich glaube. Ich brauche einfach mehr Nahrung, Leute. Schau da noch ein Castle hinten. Schau da, das war nicht. Ich sehe auf der Minimap hier keinen Überblick. Ich müsste halt stärker auf Fische gehen. Ich glaube, das ist einfach mein Fehler aktuell, dass ich nicht auf Fische gehe, wie es Sind da noch so viele Fische hier am Leben? Überhaupt, dass man da noch so krass hingehen kann? Ich brauche auch mehr Kasernen, glaube ich. Bleib einfach only Infanterie, oder? Ja, die nerven mich hier gerade schon ganz schön hier oben. Jetzt sind sie weggegangen. Jetzt brauchen wir da oben nur noch ein paar Traps. Und dann klappt das auch. Ich habe irgendwie so mega viel Loot und ich weiß gar nicht, wo ich es genau herbekomme. Da zum Beispiel. Das klappt leider nicht so, wie ich mir das normalerweise vorstelle. Genau, und dann hier schon mal loslegen mit dem. Mit den Markets. Also, ich habe 8 Stable und die produzieren einfach trotzdem so lahm. Achso, die schießen hier alles weg irgendwie.
sammle mal meine Truppen, dass ich die hier nicht verliere. Oh krass, die machen das Castle aber ganz schön fertig. Oder weißt du, was wir machen? Da sneaken wir jetzt einfach eine Mange hin. Ja, ich baue auch gleich. Und der Java hat da halt auch genau schön sein Ding stehen. Oder kann man ganz gut gegen repairen. Imperial Age. Stimmt, da könnte ich auch mal hingehen. Das ist ja richtig. So. Ah, ich bin immer noch ein bisschen überfordert in der Gesamtsituation. Ich brauche eine Universität. Ich brauche mehr Holz. Ich habe 96 davon im Monat, das ist schon gar nicht so schlecht. Wollen wir eigentlich angreifen bei Dero oder wollen wir da einfach mal... Können wir schon machen. Ah, guck, er kommt. Ich versuche die... Auf geht's. Die Bombarde. Ich versuche die Bombe zu killen. Pass auf, deine Mangel. Deine Mangel. Die wird gerade zum Glück nicht fokussiert. Ah, meine Armee ist da aber ganz schön flöten gegangen gerade. Verdammt. Das ist nicht so gut. Anziehvolle Armee. Nein, mein schönes. Oha, warum haben die denn so eine krasse Armee da stehen? Oh, die brechen da ja voll durch. Die brechen mega durch. Das klappt gar nicht mit der Infanterie irgendwie gerade bei mir. Ich will das jetzt vorstellen. Ich sammle jetzt erst noch mal ein bisschen Armee, sonst kann ich einfach mit einzelnen Truppen angreifen. So klappt das jetzt natürlich nicht. Warum baut er keine Ramme? Du hast halt null Chance, weil Castle die Ramme dann fokussiert. Achso. Du musst Stilizen bauen. Wenn du Gold brauchst, sag Bescheid. Ich muss mal. Wo baue ich denn die Stilizen? Fernkämpfer sind das. Ja. Ja, also ich brauche Gold. Dann fangen wir mal damit an. Schicke ich dir. Und ein paar Archery-Rangers noch. Ich komme gerade irgendwie nicht mit zurecht. Aber richtig viele Spedizen wären jetzt das, was wir brauchen, okay? Okay. Oh nee, jetzt greift auch noch Sauerkraut an. Ha, war ja, wohl nichts mit deinem Win, ha? Huh? Ja, scheinbar nicht. Unsere Position ist echt ein bisschen blöd. Blöd. Ja, meine zweite Burg fällt hier auch gerade. Verdammt. Okay, ich baue noch ein paar Fernkämpfer. Ich glaube, da ist noch ein. Ich habe eigentlich echt viele Stable. Ich weiß auch nicht, warum die nichts bringen. Die produzieren trotzdem nicht schnell genug. Der rennt da jetzt halt wirklich einfach durch mit seinen. Das ist echt ungünstig. So. Da kann ich irgendwas bauen, bombarden oder so. Hab ich die Ressourcen dafür. Was brauchst du denn an Rest? Holz. Oh, das kann ich dir schicken. Okay. So. Wo greifen denn die anderen an? Chillen die einfach nur die Lari und...
Nee, ich glaube, ich brauche sogar eine Umrade. Ich weiß auch nicht, was die machen, ob die da nicht fighten. Ja, stimmt. Die liegen auch nicht da. Oh oh, ich hab mich hier anscheinend blöd angelegt gerade. Ich baue jetzt mal ein paar Bombarden irgendwie nur. Feind mit heilige Städte. Einfach, wir haben da auch eine heilige Stätte, die sie einnehmen. Kannst du hier helfen? Ja, ich komme. Ich komme. Ich brauche einen Sperrkämpfer. Blöd. So, jetzt versuchen wir die mal hier ein bisschen zurückzuschlagen, bitte. Ja, also ich habe noch ein klares Einheitenproblem tatsächlich. Also wenn du viele Strelitzen baust, schaffst du es irgendwie. Mit Schützenstellungen. Dann haben wir da eine gute Sache. Also ich bin eh da, aber... Brauchen wir noch eine Feldschlange gegen die Trieböcke. Ich dachte eigentlich jetzt mal, ah, er vernichtet mein Dorfzentrum hier, der kleine Schlingel. Der kleine Schlingel. Unfassbar. Aber nur mit, Schiffen bisher, ne? Ja, mit Schiffen noch. Guck mal, die haben einfach vor, die Secret Sites zu capturen, die zwei. Also wir kriegen das gerade hier voll zurück. Geschmissen, ne? Die, ja. Vielleicht werden die auch angegriffen gerade. Das ist unsere Chance, das endlich echt mal ein bisschen gut. Was zurückzupushen. Ja, willst du direkt rein? Ja. Müssen wir das, glaube ich, echt machen. Ja, also ich lecke aktuell noch relativ viel Gold. Ja, apropos, ich muss mal mehr Handel machen jetzt hier. Zack, zack, zack. Handel, bitte. Okay. Jetzt gehen wir hier aufs Dorfzentrum. Stoßen die mal ein bisschen zurück. Ich glaube, ich muss hier unbedingt eine Burg noch bauen. Ja, ich habe keinen ja. Stein. Hast du Stein? Wir haben noch Stein in der Base. Ich sammle gerade genug, um gleich wieder eine Burg zu bauen. Ja, okay, dann werde ich einfach ein bisschen Stein aufsammeln. Das kriege ich auch hin. Bin bei Maximum Pop gerade. Davon bin ich noch entfernt. Okay, lass uns mal hier weiter irgendwas wegpushen von denen. Ja, ich verkaufe mal kurz ein paar Ressourcen hier, damit ich mir wieder was leisten kann. So. So. Und dann gehen wir weiter mit den... Ich brauche hier einen mit den Rittern. Also du willst jetzt voll rein, ja? Glaubst nicht, dass... Nee, ich will nicht voll rein. Ich will... Der, dass hier noch... Der Russe rendert? Okay, krass. Dann gehen wir, würde ich sagen, rechts rüber zu meiner Mauer, weil die werden da gleich angreifen. Baust du oben irgendeine Mauer hin? Ja. Wo würdest du gerne hin? Ping mal auf der Map. Vielleicht hier? Da, die Ecke? Ja, ungefähr da halt, ja genau. Ich würde eher hochgehen, du weil die werden... Oben zu. Ja, ich würde vor allem oben hingehen, weil die bestimmt... die bestimmt sehr viel... Wassermacht haben. Ja, okay, du hast recht, ja. Und deswegen würde ich mich vom Wasser möglichst fernhalten, tatsächlich. Ja. So, das heißt, noch meine ganze Armee hier hinsenden. Okay, ich laufe mal einfach mit den cheapen Units vor und kundschafte, was da so ich geht. Ich komme mit der fetten Armee hinterher. Die heilige Stätte sollten wir auch holen. Ja. Wo gibt's denn da noch welche? Beide, die haben zwei. Ach, guck mal, da stehen sie auch. Oh, die haben Mangen. Vielleicht kannst du die gleich erledigen. Oh, die haben richtig viele Mangen. Da habe ich ja einen Lucky Pick jetzt hier.
Ja, richtig. Ja, die kannst du einfach vernichten. Warum habe ich dann immer noch nur 9 Stable? Kannst du vielleicht richtig viele Schießanlagen hinbauen? Weil jetzt Strelitzen late gehen, wenn du nur noch die spammst, dann kannst du alles weghauen mit Strelitzen. Das wäre jetzt richtig strong. Ja. Pass auf, da kommen die Feinde. Geh mal mit rein, weil ich glaube, das kriegen wir doch nicht. Brauch erstmal noch mehr Production. Dinger. Ja genau, du kannst. Oh shit, die haben den die Steinmauer unten durchbrochen. Ah, das hab ich nicht. Warte, wo unten? Südlich. Oh krass. Das ist natürlich bitter. Jetzt brechen sie halt voll in die Wirtschaft rein, ne? Das ist dann schon das. Das ist wahrscheinlich ein bis GG jetzt gleich. Das könnte schon ein CG sein, ja. Ja, wobei, ich bleib mal da. Jetzt hauen die aber. Die sind echt krass unterwegs hier. Holy ja, ja, die haben wahrscheinlich die ganze Zeit schön aufgebaut. Ja, Das ist nicht so gut für uns. Burg bauen. Burg. Ich baue schnell schon eine Burg. Ich baue noch neue Einheiten schnell mal hin. Ich baue auch noch. Und vielleicht kannst du hinten dran ein bisschen wallen. Das suche ich auch. Ich bin nur immer leider kein guter Waller. Aber ich bin immer gut. Das klappt natürlich gar nicht, das Wallen. Wo sind die denn aktuell da vorne? Na, noch halten sie sich ja auf mit den. Hinten noch ein bisschen reinzubrechen. Siege zu töten. Hot since 93, willkommen. Oh, das ist mal wieder super intensiv hier. Ich weiß einfach gar nicht, was für Truppen ich bauen soll. Oh, mehr Nahrung, Leute. Das ist echt ziemlich krass. Vor allem, was sind das denn hier? Elite Men at Arms, die hier auslaufen. Eine Masse an Schalizen von dir bekommen. Das ist stark. Wenn du Gold brauchst, sag Bescheid. Ja, brauche ich schon wieder tatsächlich. Was, danke. Mein Vorteil ist noch die Regenskathedrale. Weil sonst ich habe gar keinen Doppelmond auf Gold, um ehrlich zu sein. Oha. Was? Aber wir zerstören hier gerade auch gut die. Ja, wir pushen hier gerade doch nochmal zurück. Also für den Moment sind wir, glaube ich, relativ safe. Ist nur die Frage, wie lange. Ja, das stimmt für mich. Diese blöden, kann ich diese Schiffe auch mit Speerkämpfern angreifen irgendwie? Ja, bitte. Weg damit. Nerven. Verliere auch komplett den Überblick bei der Map. Hä, meine Händler handeln nicht mehr? Was soll das? Werden die als Idle angezeigt? Ja. Jetzt hab ich's wieder. Oh nein, da kommen sie schon wieder an. Und eine neue Runde. Schnell hier die Steinmauer wieder aufbauen irgendwie. Das geht aber nicht gescheit. Hä, wieso kann ich hier nichts bauen? Okay, also ich bin jetzt out of. Ah, ich weiß, warum ich out of food bin, weil die voll in der Eco drin sind. Die guten. Was? In welcher Eco? Die sind bei uns hier hinten in der Eco, aber es ist auch gerade zu meiner Verteidigung überall am Blinken bei uns. Ja.
Ja, ich denk's. Ja. Warte, du musst noch dann gleich ein Dings reinmachen. Achso, ja, Ding. Ein Tor in die. Ja. Ich glaube, das gewinnen wir nicht mehr, tatsächlich. Lass uns mal ein bisschen hier zurückgehen. Ich brauche mehr Strelitzen. Wenn du noch mehr Gold brauchst, sag Bescheid. Ja, gleich ist ja Nahrung, das ist das Problem. Oh, fuck. Ja, Nahrung ist bei mir auch gerade echt ein Problem, tatsächlich. Aber das ist mal ein Battle hier, würde ich sagen, liebe Zuschauer. Muss das sein. Das auf jeden Fall. Ja, du kriegst dich hier wieder ein bisschen zurückgeschlagen. Ich kann hier keine gescheiten Wände bauen irgendwie. Die Sache ist, wir müssen halt irgendwie auch bei denen Damage machen, weil aktuell machen sie nur uns, bei uns Damage. Ja, und wir können das nicht bestrafen. Und das ist halt gerade das Problem. Oh, hier gibt's keine Fische mehr. Shit. Ich baue mal vorne noch einen Turm hier hin. Ah, nein. Oh ja, aber das ist. Bau mal weiter die Welle hin. So dass man drauf gehen kann auch. Das geht aber halt nicht von allen Seiten. Ah, verdammt. Ja, deine Strelitzmasse gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich muss hier wieder. Komm ich nicht. Ja, du musst glaube ich einen Turm hinbauen noch oder so. Oder ein ja, Tor. Überfordert gerade. Das ist leicht. Uno Momento, por favor. Ich habe auch noch immer nicht alle Wirtschaftsupgrades, fällt mir jetzt so auf. Ja, Turm. Ich habe keinen Stein mehr. Doch, jetzt einen Stein habe ich hier. Ey, mit wie viel Kavallerie die auch jedes Mal wieder kommen? Ja, oh, ist lass dann den Schlitzen am besten schießen hier. Und einfach nur die billigen. Ah. Ah lol, die sind da oben. Sollen da unten angreifen? Was soll denn das? Oh. 60 Dorfbewohner auf dem Garten, das reicht nicht. Jetzt gehen sie da hinten mit. Ah, das ist eine gute Idee. Die haben richtig viel Mangen am Start noch. Oder Mangel ist das nicht. Shit. Mir fehlt weiter Holz. Diese Feldschlangen müssen nur aus. Die haben keine Reichweite, diese Feldschlangen. Was ist denn das? Die haben kein. Okay, die lohnen sich ja gar nicht. Ganz schlimm. Shit. Mein Problem ist echt die Nahrung. 120 Dorfbewohner. Aber es reicht nicht. Hallo, LTJ, grüß dich. Jetzt habe ich sogar bald kein Holz mehr. Hey, brauchst du... Gold. Nee, danke. Gold brauche ich tatsächlich nicht, aber... Jetzt ja, das sieht hier natürlich alles nicht so fein aus. Ich habe 8000 Gold, das ist unfassbar, aber die anderen Ressourcen fehlen mir. 8000 Gold, kaufst du nach? Guck mal, dann schenk mir Gold und ich gebe dir Holz. Ja. Also die gute Nachricht ist, die bekommen uns ja jetzt auch nicht so richtig. Ich baue nur noch Strelitzenkörner. Also die gute Nachricht ist, die bekommen uns ja auch nicht richtig zurückgepusht, ne?
Naja. Aber die schlechte Nachricht ist... Die haben so viele Belagerungswaffen, da kommen wir nicht hin. Also außer Sneaky von hinten irgendwie mal. Aber ich baue schon die ganze Zeit nur hier vorne Speerkämpfer einfach. Warte mal, mir fehlt auch, glaube ich, noch ein wichtiges Schmiede-Upgrade. Das ist noch nichts. Nee, ist noch nicht Krankheitssachen. Nicht so wichtig. Habe ich in der Universität schon alles? Das ist nicht wichtig. Gott, sind das viele Belagerungswaffen. Ja, okay. Ich sattel mal um auf Pferde. Jetzt. Statt Galizien. Wir müssten doch eben eher mal die Ressourcen ausgeben, wenn die nur Knights pumpen, oder? Oh, schau mal, das sind jetzt Rutten. Mit den Strelitzen auf Rutten schießen. Du kannst mit Strelitzen super gut Belagerungswaffen vernichten. Du musst jetzt sofort draufgehen. Einfach schießen. Die haben doch gerade nichts mehr. Ja. Einfach drauf. Einfach schießen. Er muss die jeweils einzeln schießen. Also auf allen Strelitzen jeweils einmal drauf schießen und dann hast du sie sofort gelegt. Also du musst einfach jetzt ein bisschen weiter. Mach ich. Das ist richtig stark. Können wir das Dings von denen killen? Was denn? Die Burg, die da ist. Was? Haben wir einen Trap da? Hab ich hier noch irgendwas stehen? So. Warte mal, ich baue jetzt mal hier noch Bombarden einfach mal. Zack. Drei Bombarden. Hihi. Ich hab eine Burg und ihr nicht. Boah, du guckst den Stream und von Maggie, sehr cool. Oh nein, die haben hier die Burg vernichtet. Oh, die pushen wieder, wir müssen ein bisschen zurück, ein bisschen back. Wir brauchen wieder Strelitzen gegen die Masse da. Ich hab nur 14 Strelitzen am Start. Ich muss jetzt mal ein bisschen Nahrung kaufen einfach. Bin wieder out of gold. Ich kann ja einfach Nahrung kaufen, fällt mir dann auf. Das ist ja super Preis dafür, weil das Gold ist ja eher die wichtige Ressource. Hätte ich schon viel früher machen müssen. Einfach Nahrung kaufen. Ich lenk Lari gerade ein bisschen ab. Ja, ich push wieder vor. Ja. Hab ich aber kein Gold mehr. Hab ich ein bisschen übertrieben. Nee, das ist gut. Aber hier gab's noch ein Gold, glaube ich. Wo anders? Ist das schon weg? Ich hab so ein bisschen feste Gold. Ich seh dich, ich hab auf der ganz oben ist noch Gold. Ja, da ist noch Gold. Ja, hier wirklich auch. Oh, meine Bombarden sollten halt auch schießen, ne? Wäre ganz geil. Die schießen aber nicht. Was ist denn da los? Wieso schießen die denn nicht? Okay, Bombarden. Weiß ich nicht. Was ist mit euch? Wollt ihr nicht schießen? Oder habt ihr was dagegen irgendwie? Wäre geil, wenn ihr schießt. Ich verstehe es nicht, wie wir immer noch am Leben sein können. Und das ultra faszinierend. Dass wir hier immer noch durchhalten, ist schon krass, oder? Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Win für sich, dass wir hier noch absolut stehen. Wenn wir die jetzt noch zurückdrängen können irgendwie, wäre das schon krass. Einfach mehr Strelitzen bauen. Hm. Ist noch Gold? Ich habe Holz im Angebot dafür. Ich kann dir ein bisschen Gold geben, aber viel habe ich leider nicht. Oh Gott, Lari hat so viele Ritter bei sich zu Hause. Oh shit, die kommen hier wieder stärker. Meine Bombarden stehen nicht so gut da. Wir kommen halt nicht gegen diese ganzen Massen an Belagerungswaffen an. Das ist so krank. Vielleicht muss ich doch mal ein paar Rücken noch bauen, Freunde. Ich werde jetzt mal ein paar Rücken da noch her. Jetzt habe ich keine Nahrung mehr. Also nur noch ein Gespam hier gerade. Nimm mal die Zielformation gegen Mangen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich hab mir gar nicht so viel Soldaten, dass es sich überhaupt lohnt, jetzt zu nehmen. Okay, die Mangen kriege ich vielleicht down. Ich hab 61 davon auf Nahrung, das reicht einfach nicht. Oh, jetzt hier noch ein bisschen was. Keine Ahnung, wo ich meine Granaten überall stehen habe.
Aber die haben Handrohrschützen jetzt schon. Das ist nicht gut. Bernes, was machst du denn da? Was mach ich? Nee, der Bernes in meinem Chat. Ob ich nicht schneller mehr Trade adden könnte. Ich meine, ich kann noch Trade adden. Noch mehr hinzufügen. Aber mein Problem ist aktuell echt die Nacht. Das Problem ist, die werden Resources floaten wahrscheinlich. Ich wette es. Ja, die haben bestimmt richtig viele Ressourcen. Und dagegen kommen wir einfach hier nicht an. Ja, okay. Ich habe die ganze Zeit so 124 Dorfbewohner wahrscheinlich. Mehr. Silver Rail, kann ich sammeln. Ja, meine Rutten hier. Bauen wir noch ein paar Rutten. Bauen wir noch ein paar Truppen. Jetzt kommt Laren mit einer neuen Armee. Hast du noch Nahrung übrig? 1900, aber ich bin gerade eigentlich dabei, das Ganze direkt wieder zu reinvestieren in Strelsies. Dass die kommen. Du brauchst auch Rücken. Okay. Messen die jetzt Springers und das. Glaub ich. Ja. Ich darf mal die Armee nicht einzeln in den Tod schicken. Ich muss die ein bisschen wieder hier reinwerfen. Oh, meine Rücken! Schlechte Idee. Ach, Leute hier. Oh, ich habe kein Holz mehr. Ich glaube, der Wald ist leer. Meinst du? Also wir könnten, wenn dir Wald fehlt, kannst du immer noch hochgehen. Weil die anderen beiden haben bestimmt noch Wald übrig. Ja, lol, hier ist echt nirgendwo Wald. Ich muss hier mal kurz Ritter reinmischen. Jetzt machen wir mal die Zielformation für ihn. Halt mal die Zielformation, das ist wichtig. Ich brauche es immer ein bisschen nach. Einfach. Ja. Brauchen wir nochmal richtig Armee kriegen. Ich weiß, ich habe 8000 Gold, ich habe schon wieder ausgegeben gehabt. Aber es reicht eben nicht so ganz. Jetzt habe ich kaum Ressourcen noch. Wir bringen es nur 1000 gerade. Das sind Mangel. Aber die Rücken reichen halt auch nicht. Die Rücken sind auch nicht. Die müssen wir mal irgendwie reinstoßen, Leute. Jetzt werden sie aber. Jetzt tun sie gar alle nur Belagerungswachen nach vorne, wenn wir jetzt Rücken hätten, ne? Jetzt können wir sie, glaube ich, wieder zurück pushen. Ja, ich bin aber out of resources jetzt gleich. Ich habe jetzt wieder Nahrung und Gold, dass ich die Nahrungsposition kann. Nur die Handvorschütze ist nicht problematisch. Nehmen wir zu viele Rücken, ne? Ah, du wolltest einfach mehr Strelitzen. Warte, ich kann dir wieder Ressourcen schicken. Das ist halt immer super ungünstig, weil wir so kombinieren. Aber ich schicke dir was, ich baue wieder Strelitzen. Okay. Hast du Crispy's Pyramide copy-pasted, lol, Werners? Also ich bin out of food. Wie lange das hier durchhalten, finde ich schon krass. Es ist richtig krass, wie lange wir durchgehalten haben. Aber ich bin jetzt out of food. Ich glaube, das ist sehr, sehr durch. Eine Masse an Armee, die werden wir nicht haben. Wollen wir es callen? Ich will noch ein einziges Mal eine Armee messen. Okay. Und dann kommen wir los.
weiß noch nicht, welche Einheit. Ich mache immer so eine Mischung aus allen drei Infanterie-Einheiten. Du, wir hatten einfach nicht genug Einheiten hier gegen ihn. Ja. Also wir waren einfach oben zu hart am Kämpfen. Was mich interessieren würde, ist halt, also warum Dero und Java vorhin aufgegeben haben. Ja, aber wahrscheinlich sind die dann wirklich auf der anderen Seite wurden die angegriffen, denke ich. Genau. Aber wir haben damit, wir sind nicht letzter Platz, das ist ja auch ein Sieg, würde ich sagen. Und solange wir durchgehalten haben, sehe ich das sehr positiv. So, jetzt kommen sie natürlich auch zur Trade Route. Ich mache jetzt nochmal den letzten verzweifelten Angriff mit C-Formation, bitte, dass die Mangen mich nicht so fertig machen. Ich glaube, fürs Weltwunder haben wir jetzt auch keine Ressourcen mehr. Ach so. Kam gerade bei mir aus dem Chat als Idee. Diese Mangen, ne? Die nehmen einen so auseinander, dass es so mies. Aber ja, auch gut, die Handrohrschützen machen auch nicht gut, das bekommen dann die Mangen. Das ist halt das Problem. Ich glaube, man bräuchte so 100 Stück oder so 80 Stück, dann könnte man alles so nah wegrollen. Wir sind die Sieger der Herzen, schreibt der Chat. Ja. Danke. Ja, ich glaube, jetzt können wir das callen. Oh, schade. Aber gutes Spiel, gutes Spiel. Fast eine Stunde jetzt auf Fight. Ja, GG. Ganz Game. Aber ja, verdient hier Lari und Sauerkraut starke Spiele. Auf jeden Fall. Ich suche noch den Aufgeben-Button. Counter oder noch mehr. Surrender. Ja, da bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt, was da, was die da zu Hause haben. GG! Ja, GG. War echt eine lange Runde. Schauen wir doch gleich mal hoch zu denen, oder? Ja, sehr gerne. Let's go. GG! GG! Ja, gut fürs Game. Da ist Maggie wieder. Ich hab's nicht ganz fair gefunden, das Game, weil unsere Map, die war einfach insane. Ihr wisst, wir können so rauf und wir haben die halbe Karte nur für uns. GG! Ja, die Map Generation ist aber immer noch so ein bisschen. Halbe Karte für uns hatten. Ach so, nein, wir waren zu viert auf einer Seite, oder? Und wir waren halt zu zweit auf der kompletten anderen Seite. Nee, ja, oder? Ich fand, dass wir zwei alleine auf der rechten Seite waren. Können wir anschauen im Nachhinein? Das war ein ziemliches Dreieck. Ah. Ja. Also, ich fand nicht, dass die Abstände jetzt zwischen einem von, also oder zwischen zwei von unseren Parteien jetzt irgendwie größer gewesen wären als die von den anderen. Okay. Manchmal verliert man, manchmal aber gewinnen auf jeden die Fall anderen. Gespielt. Also das so war genau der falsche Moment. Wir waren halt gerade da reinpushen. GG's, Leute. Die Basis ist einfach komplett weggeroffelstompt, ey. Da hatten wir schon Probleme, tatsächlich das abzuwehren. Ich habe das einfach viel zu spät gesehen, dass ihr bei mir den Steinwall auch noch platt gemacht hat mit den Knights. Ja, wir haben ein bisschen Misskommunikation gehabt, weil wir haben irgendwie so, zuerst hat gesagt, man, die soll auf blau mitgehen und dann auf grün und dann wieder auf blau und das irgendwie so hin und her und dann haben wir irgendwie zufällig bei der grün angegriffen. Das war ganz gut, dass ihr auf grün gegangen seid. Ich habe schon immer gemerkt, dass so ein paar auf mich gingen, aber immer nur so mit ein paar Einheiten in der Nähe der Mauer. Ich habe schon gedacht, das ist richtig ungünstig, weil wenn ihr jetzt bei uns da gekommen wärt, weil wir gerade gegen Java und Dero gekämpft hätten, dann wären wir halt die Ersten raus gewesen, weil dann hätten halt da 2 versus 1 gefightet. Krass, guck mal in die Total Resources. Also Sauerkraut hat auch gar nicht so krass viel noch übrig gehabt. Ja, hinten raus. Oh mein Gott, ich hatte die meiste Nahrung. What the hell? Und das meiste Gold. Krass. Also die Larifari hat gut Ressourcen gestackt gehabt, aber bei Sauerkraut war es genauso knapp wie bei uns. Der Fischbumm ist ausgegangen am Schluss. Ja, bei mir war der relativ schnell vorbei. Doch mal da kurz einmal reingreitschen. Wir wollten nochmal Tschüss sagen. Wir gehen jetzt nämlich beide in die Eier. Richtig. Ja, also, gute Nacht. Danke für die Games, gell? Es war uns ein Fest. Ja, war echt.